Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zu Let's Play Slender's Shadow 7th Street. Ich versuche mich erneut an dieser Slender's Shadow Map. Mal gucken, wie weit ich diesmal komme. Beim letzten Mal habe ich ja 7 Seiten gesammelt, also fast alle 8. Ist ja schon mal eine super Sache. Also wir spielen wieder diese Frau. Ich glaube zumindest mal, dass es eine Frau ist. Das Hecheln hört sich mal so an. Und gucken wir mal. Also entweder mir geht's so wie letztes Mal ganz am Anfang. Eine Seite gefunden nach 2 Minuten, der Slenderman fickt einen direkt. Oder ich komme wieder weiter. Mal schauen. Sehen wir. So, ich weiß natürlich nicht mehr, wo die ganzen Seiten waren. Das ist natürlich jetzt klar, obwohl ich es gerade erst gezockt habe. Hier sind ja 2 Seiten direkt aneinander. Wie geil. Oh, das war die Seite, die mir beim letzten Mal gefehlt hat. Das haben wir noch nicht gesehen. Diese Seite. No face still sees. Ja, die hatten wir. Oh, okay. Dann haben wir jetzt schon mal die Seite, die wir beim letzten Mal nicht hatten. Haben wir jetzt schon. Also ich laufe jetzt zuerst mal außen rum und dann mache ich eine Runde innen drin und dann sollten wir ja eigentlich möglichst alle Seiten finden. Die Frage ist nur, ob der Slenderman uns vorher erwischt. Oh, don't stop or he takes you. Das nehmen wir auch sehr ernst. So, hier ist er noch nicht zu sehen. Bin ich mal gespannt. Das wäre das erste Mal, dass ich bei... Also bei Slender habe ich nie 8 Seiten gehabt. Und bei Sanatorium ja auch nicht. Da hinten ist noch eine. Dann nehmen wir die gerade schnell. Auch wenn das nicht meinem Weg entspricht, aber ist ja wurscht. Dann haben wir schon 4 Seiten. WTF, das ging schnell. No escape. Wow! Alter, ist der da schon direkt? Scheiße. Jetzt haben wir ihn aber wenigstens mal gesehen. Nicht so wie beim letzten Mal da. Kam er dann zum Schluss und hat uns sofort gefickt. Davon ist noch eine. Sehr schön. Ist schon Seite Nummer 5. Er ist nicht hinter uns. Das ist schon mal... Ruhigen, zumindest momentan nicht. Takes over your minds. Ja, so ein bisschen nimmt er auch unseren Verstand ein, dieser Slenderman. Boah, das ist noch eine Seite. Das geht schon wieder fix. Ja, gerade mal 6 Seiten schon. Wir spielen gerade mal 3 Minuten. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn jetzt kommt bestimmt gleich wieder dieser Wahnsinn-Sound, der einem so übel auf die Eier geht. Im Moment geht's noch mit dem Sound. Boah, da ist Seite Nummer 7. Awesome. Always watches. Wow! Weg hier! Oh, fuck. Alter. Gerade so nochmal überlebt. Normalerweise bin ich da, was das angeht, ja super schwach mit meinen Reaktionen. Ah, dieser scheiß Sound. Aber der Schlimme war noch nicht da. Der es irgendwie so anhört, als würden Autos crashen oder so. Ist er noch da? Nee, ne, er hat sich wieder wegteleportiert. Jawohl, ja. Wow. Dieser verfickte Slenderman. Ach, hier ist ja gar keiner. Beim letzten Mal, als wir hier reingingen, habe ich gedacht, das wäre eine Sackgasse. Ist ja gar keine. Komm, es fehlt nur noch eine Seite. Shit! Hier waren wir am Anfang. Hier war die erste Seite gefunden. Ja, der ist uns jetzt natürlich pervers auf den Fersen. Weil wir schon 7 Seiten gefunden haben. Ich muss jetzt mal wieder mehr durch die Mitte gehen. Da ist sie, da ist sie, da ist sie! Komm, 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 sprint doch! Sprint doch! Jawohl. Bam. Escape the City. WTF. Jetzt kommt hier noch der Ficker-Sound. Wie Escape the City? Wie denn? Wo denn? Wow, 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 wow. Alter, Alter, Alter. Wie soll ich hier denn raus? Das geht gar nicht. Da war er immer noch. Ja, jetzt habe ich alle Seiten. Wie soll ich denn hier rauskommen? Wie soll denn das gehen? Ich hab das nicht geschafft. Wow!
Puh. Alter Falter. Ah, zum Schluss war nochmal übel. Puh. Leckfett. Aber da habe ich ja diesmal die Bude gerockt, Jungs. Jawohl. Und Mädels, falls irgendein weiblicher Zuschauer zuschaut. Wahnsinn. Awesome. 8 Seiten. Zack, zum ersten Mal bei Slender, beziehungsweise Slenderman's Shadow. In diesem Fall 17th Street. 8 Seiten gesammelt. Klasse, einwandfrei, so sieht's aus. So muss das ja wohl mal sein. Geil. Das freut mich jetzt, dass ich endlich mal 8 Seiten zusammengesammelt habe. Aber Alter, zum Schluss ist der Keil nochmal übel abgegangen. Die Runde hier war wirklich nochmal gut. Also ich glaube, wenn ich es nicht geschafft hätte, die 8 Seiten zu sammeln, hätte ich vielleicht nochmal eine Runde gespielt, weil 7th Street ist wirklich gut. Finde ich. Also. Die erste Runde war natürlich total scheiße. Eine Minute gespielt, eine Seite gefunden und der fickt einen sofort, aber danach, die Runden waren gut, auch mit dem Sound nochmal. Zum Schluss auch, als wir dann die 8 Seiten hatten. Dieser Sound, der hört sich irgendwie an, als würden irgendwie Autos crashen oder keine Ahnung, also es würden Autos Vollbremsung machen oder sowas, als würde es gerade so ein Crash kommen. Super gut. Ich finde es auch ganz witzig, dass der Slenderman hier immer noch Arme bekommt. Je nachdem, wie viele Seiten man gefunden hat, ist eigentlich eine ganz witzige Idee. Ja, es ging auch flotten jetzt, ne? Innerhalb von 5 Minuten 8 Seiten gesammelt. Nicht schlecht. Ja gut, ich gehe mal davon aus, dass aus der Stadt kommt man nicht mehr raus. Da steht eben nur, also du bist dem Slenderman ausgeliefert, kannst so viele Seiten finden, wie du willst. Funktioniert nicht, ne? Von daher, jo. Gut, meine Damen und Herren, das war's dann jetzt mit Slender 7th Street. Wie gesagt, ich werde da jetzt kein paar mehr machen, ich habe die 8 Seiten gefunden. Aber die anderen Slenders Shadows Map werde ich auch noch spielen. Da gibt's dann noch einige, Mansion zum Beispiel oder Elementary, was auch wahrscheinlich ziemlich cool wird. Bin ich mal schon sehr gespannt drauf. Prison gibt's auch noch, stimmt auch gut. Es gibt noch ein paar, also insgesamt gibt's 7. Das heißt, 5 kommen noch nach Sanatorium und jetzt eben 7th Street. Jo, ich verlinke euch auch nochmal meine Let's Plays zu Slender und zu Sanatorium, vielleicht auch noch zu anderen Horror-Games. Und dann sehen wir uns in anderen Videos wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.